Hallo meine Freunde, wir sind wieder bei Diablo 3 Reaper of Souls. Ihr seht's, ich zocke wieder meinen Barbar, diesmal nicht in einem Greater Nephalem Rift, nein. Jetzt bin ich dabei, mein Gear ein bisschen aufzufrischen, zu verbessern, wie auch immer. Nennt's wie ihr wollt, wir zocken gerade einen Rift auf Torment 3, Qual 3, wie auch immer, wie ihr es nennen möchtet. Ich habe mir dazu eine ganz stinknormale Gruppe gesucht und latsche jetzt hier einfach ein wenig mit. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass mein Gear alleine sonderlich gut geeignet ist hierfür. Aber probieren geht über studieren, sagen wir es mal so. Ich persönlich kann sein, dass ich damit eher nicht so gut bei anderen Spielern ankomme, aber ich mag es lieber, wenn ich mich gleich an was Höheres ranwage. Ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, die ganze Zeit noch T1 Rifts abzufarmen. Das würde mir auch irgendwann auf die Nerven gehen. Und da ich so weit hier ohne größeres Sterben jetzt durch T3 durchkomme, auch wenn es in der Gruppe ist, habe ich mich jetzt da einfach mal rangewagt. So. Schön wäre es jetzt natürlich noch, wenn alle Spieler auch mal hier rankommen würden und nicht irgendwo in der Stadt rumstehen und sich die Eier kraulen. Sowas geht mir nämlich voll auf die Nüsse. Noch mehr als so Affen, die da mit ihrem Scheißgier meinen, sie müssten T3 Rifts werden, ne? Das kann ich ja gar nicht haben. So. Aber ich denke, solange man nicht andauernd stirbt, sind die... da sag ich's und gehe fast selber drauf. Ja, sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, meine Damen und Herren. Leider ist mein Gear auch nicht so wirklich darauf ausgelegt, dass ich mich jetzt hier großartig selber heile. Deswegen muss ich gerade mein Heil in der... Oh, jetzt kriege ich eine Kelle. Mein Heil in der Flucht suchen. Bevor mein Trank wieder ready ist. Komm, komm, komm. Jawohl. Zumindest nicht gestorben. Sehr schön. Im Gegensatz, wie wir auf der Map sehen, zu einem anderen Spieler. Ja, ich bin nicht verreckt. Im Gegensatz zu KXL Centuriol. Ja, mein Freund. So, mittlerweile ist auch die ganze Gruppe hier angekommen und ich renne hier voll ins Verderben scheinbar. Ja, da bin ich tot. Ja, sollte man nicht machen, wenn man schlechtes Gear oder nicht ganz so gutes Gear hat. Sollte man. Aber es macht halt auch echt Spaß, da einfach reinzurennen. Egal, einfach jetzt ein bisschen zurückhalten, vernünftig spielen und dann klappt das auch hoffentlich. Zumindest scheinen aber die restlichen Leute aus meiner Gruppe in Sachen Gear ganz vernünftig zu sein. Die teilen hier ordentlich aus. So, Paragon Level Up 103 mittlerweile. Also, ihr seht's, ich bin jetzt da auch nicht der Überzocker in Sachen Paragon Level, aber mein Gott, jeder fängt mal klein an, ne? Sag ich mal. Und dafür, dass ich das Spiel erst wieder so richtig seit einer Woche überhaupt spiele, ja, bin ich mit dem Fortschritt recht zufrieden. Ich muss zugeben, Diablo 3 hat mir vor dem Add-on wenig Spaß gemacht. Legendary, ich fand es fürchterlich, dass man über das Auktionshaus eigentlich hauptsächlich als wenig Spieler nur an gutes Gear rankommen konnte. So war zumindest mein Gefühl. Jetzt sterbe ich nicht. Und ja, das
Das hat wenig Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Jetzt mit dem neuen Loot-System gefällt mir Diablo echt richtig, richtig gut. Es macht Bock. Man hat das Gefühl, dass man immer wieder Upgrades für sein eigenes Gear findet. Ich will hier jetzt den Legendary Streitkolben. Mal gucken, was er so kann. Ja, eine Hand. Ich spiele im Moment zwei Hand, brauche ich nicht. Weg damit. Also nicht weg damit, aber brauche ich gerade nicht. Ne? Achso. Und dann noch einen Punkt fürs Paragon Level Up verteilen. Währenddessen wir hier auf die Wüstenhornissen einkloppen. Ich muss mich erholen. Weg da, weg da, weg da. Ich weiß gar nicht, wie oft mir das passiert, dass da diese Explosion nach dem Ableben eines Gegners mich doch noch dahin raffen, weil ich meine, da noch irgendwas aufsammeln zu wollen. Und wir sehen jetzt hier, ich hatte zuletzt meinen Kreuzritter ein bisschen gespielt. Da kann ich noch ein paar Pünktchen verteilen. Da. Nein, hier bin ich falsch. Hier muss ich hin. So. Ich hoffe, dass es mit der Bildqualität vom Video halbwegs geht. Ich merke gerade, während ich beim Aufnehmen bin, dass ich im Hintergrund einige Videos rendere. Und die Framerate ein bisschen, ja, in die Knie geht. Ich hoffe, es lässt sich als fertiges Produkt dann doch noch ein bisschen halbwegs angenehm gucken. Ansonsten, sorry, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, alles nochmal neu aufzunehmen. Naja, so ist das. Alles, alle faul. Faules Pack. Unterdessen 67% geschafft. Ja, es ruckelt doch schon ein bisschen hier. Das ist gerade weniger angenehm, auch zum Spielen nicht so toll. Aber was will man machen? Faulheit siegt. Hat es ja auch gleich geschafft hier, ne? So ist ja nicht. Inzwischen sind wir, haben wir das Portal zu 76% abgeschlossen. Also Ende ist in Sicht. Dessen meine Gruppe sich hier ihren Weg bahnt durch Horazons Land. Horazon, Horazon, weiß nicht. Irgend sowas wird schon richtig sein. Auf da. Lohn der Macht. Sehr schön. Was ich zugeben muss, was mich ein wenig nervt, ist, dass mein Bart noch recht wenig Movement Speed hat. Da muss ich zugeben, habe ich beim Gear nicht wirklich Wert drauf gelegt, dass ich da Movement Speed auf dem Gear ansammeln und auch über Paragon-Punkte habe ich das nicht ausgebaut. Ganz einfach, weil ich habe ja, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ein wenig nachfreie Schnauze hier geskillt und mein Bild aufgebaut und so weiter. Und mir macht es einfach am meisten Spaß, wenn da dicke Krits über dem Bildschirm ballern. Ja, da habe ich Movement Speed ein bisschen vernachlässigt, aber mal gucken, vielleicht kommt das noch hier. Legendary Amulett, gucken wir mal, was das so kann. Vielleicht ein schönes Sockelplatz wäre nice. Natürlich nicht. Kritischer Trefferschaden, Angriffsgeschwindigkeit und trotzdem weniger Schaden. Oh, Portalwächter. Portalwächter! Drauf da! Noch nächster! Batz! Und schön stehen bleiben in allen Bodeneffekten. Das ist ganz wichtig. Ein echter
Draufgänger bewegt sich nicht, meine Freunde. Der bleibt in allem stehen und hofft, dass er überlebt. Mit Life per Hit und was weiß ich noch. Und lasst euch nicht als Movement-Krüppel beschimpfen, das muss so sein. Aber wir haben es ja auch gleich geschafft. Und jetzt drückt die Daumen hier für guten Loot. So ein Set-Teil wäre nice. Schlüsselstein der Prüfung, wie immer, und ansonsten nur Scheiße. Also nichts Neues. Das war ja abzusehen. Naja. So, schön noch die Edelsteinchen hier einsammeln und dann porten wir uns zurück. Nein, ich bin kein Assi, der jetzt einfach Clear or Close fragen ist in der Gruppe. Ich bin keiner der Assis, der jetzt das Portal einfach zumacht. Während die anderen das noch klären wollen, aber ich beteilige mich da jetzt nicht weiter dran, habe ich keinen Bock drauf. Close, gut, hat sich erledigt damit. Naja, jedenfalls, kleiner Einblick, Nephalem Rift auf T3. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch meine bisherigen Videos zu Diablo 3 an. Es wird natürlich auch weitere geben. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert oder mal auf meiner Facebook-Seite vorbeiguckt. Danke fürs Zusehen, tschüss und noch einen wunderschönen Tag, liebe Freunde.